Ja, ich bin hier für eine Agentur, die Pressearbeit für Verlage macht, die Marketing für Verlage macht. Insofern interessiert mich das natürlich sehr, wie sich die Zukunft vielleicht entwickeln könnte. Für mich ist das eigentlich spannender, wie geht man mit den neuen Herausforderungen um, weniger jetzt ganz detailliert einzugehen auf die Zahlen, die wir vielleicht dann doch nicht beeinflussen können und von denen wir nicht genau wissen, ob das in 15 Jahren so eintrifft. Aber die allgemeine Atmosphäre fand ich sehr inspirierend, darüber zu sprechen mit vielen Leuten aus dem Buchhandel, aus dem Zwischenbuchhandel, von den Verlagen, wie die Zukunft aussehen könnte. Und ich hoffe und nehme das Signal mit, dass die Zukunft gut wird.